So, hallo und willkommen hier bei Let's Play GTA San Andreas. Oh, ich hatte eine Autoschanschere, okay. Bei Let's Play GTA San Andreas. Live Your Dream. Ja, ich bin jetzt gerade, weil alles so viel und ich bin gar nicht verschuldet, ja. Was ich mal kurz sagen muss, ist, dass jetzt in den letzten Folgen ganz schön viel passiert ist, die ihr nicht sehen werdet. Das Problem ist, ich hatte meine Mikrofoneinstellungen laut. Und hat deswegen mein Mikrofonpegel auf 100%, der müsste eigentlich bei 25 liegen und das war, deswegen war die komplette Aufnahme komplett übersteuert und das geht einfach nicht, deswegen habe ich jetzt nochmal alles gelöscht und muss jetzt schnell wieder aufnehmen, weil heute Abend um 18 Uhr muss die Folge hier kommen. So. Oh, der Server war gerade offline. Okay. Ja, ich habe in den Folgen auch einiges gemacht und zwar war ich hier mit Smasher 6611 unterwegs und dem anderen, mit dem ich sonst schon mal unterwegs war. Ist so, weil ich auch gerade den Namen vergessen. Okay, und er ist bei den Ballers. Das freut mich natürlich. Genau, und ich habe den Flugschein gemacht, ja. Deswegen habe ich ja auch noch gerade 50.000 dabei, jedenfalls fast. Und ja. Was magst? Auf, nee, man. Hab jetzt keine Zeit. Bis dann. So. Oh ja, ich bin so unglaublich unfreundlich, ja. So, ich würde ein bisschen Geld reinpacken und sagen, PIN-Code 1234. Geht das nicht so? Ach so, warte mal. Ich werde mal kurz in die Bank fahren. Vielleicht geht's ja dann. Hier noch der Schlock, glaube ich, bei Mietfahrzeugen. Anscheinend kann man hier kein Geld reinpacken. Okay, das wundert mich ein bisschen. Naja. Fahren wir kurz zur Bank. Und ja, wie gesagt, ich habe den Flugschein bekommen. Was ich aber jetzt gar nicht von der Fahrschule finde, das Ganze war kostenlos, ja. Deswegen habe ich gerade noch die 50.000 dabei. Also die haben mir das Aushaus gegeben. Ja, finde ich hammermäßig geil. Ich weiß nicht warum. Aber ich freue mich hammermäßig, weil ich hatte auch nur 50.000, ich glaube 500 oder so, ja. Und deswegen war das auch richtig knapp. Habe ich Glück gehabt, ja, auf jeden Fall. Freut mich. Ja, was es sonst zu sagen gibt, jetzt ist ja heute das neue Projekt Minecraft Chaos angelaufen. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ja, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, das ist auf jeden Fall ein echt geiles Projekt. Ja, guckt einfach mal vorbei. Ja, was es auf jeden Fall noch zu sagen gibt, ist, wie geil das ist, wie zurzeit mein YouTube-Kanal läuft. Also ganz ehrlich, ne? Hammermäßig vielen Dank für die ganzen Leute, die mich abonnieren und mir Kommentare schreiben. Hey. Also das finde ich echt mäßig geil, wie zurzeit auch meine Abonnenten steigen. Das ist so unglaublich, ja. Das hätte ich nie erwartet, dass das so krass schnell geht. Vielleicht Online-Banking. Was weiß ich. Also wie gesagt, das ist hammermäßig geil von euch. Und ja, wenn ihr noch irgendwas habt, das das irgendwie, ach scheiße. Wie kann ich das jetzt wegpacken? Noch, weiß ich. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ja, wenn es irgendwas gibt, was ihr noch denkt, was ich verändern könnte hier in meinem Kommentar oder allgemein, vielleicht noch am Kommentarstil, wie zum Beispiel die Kritik, die ich bekommen hatte, damit damit das langweilig war, wo ich nur mich unterhalten habe hier in-game. Und ich habe mir das nochmal nachhinein angeguckt und das war echt unglaublich langweilig, ja. Also schreibt bitte einfach mal in die Kommentare, wenn euch da irgendwas auffällt, ja, das wäre auf jeden Fall hammermäßig geil von euch. Weil, naja, alles selber kann ich das nicht rausfinden, ich gucke mir nicht alle Videos danach nochmal einzeln an. Also wäre auf jeden Fall geil, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Genau, damit ich eben meinen Kommentar auch noch verbessern kann und ich meine, im Großen und Ganzen ist es ja dann auch ein Vorteil für euch, wenn ihr hier eben bessere Videos sehen werdet, ne? Ergibt's dann.
Außerdem sind Kommentare natürlich immer wieder eine Motivationssteigerung. Ich weiß gerade wieder nicht, was ich mache, das ist unglaublich. Eine Motivationssteigerung, die natürlich auch wieder das Bestehen, sage ich mal, das Bestehen der Videos steigert und so ist, wird und es dann auch so sichert, damit weiterhin Videos kommen werden, ja. Ich meine, die, die jetzt schon länger dabei sind, sind wahrscheinlich ganz wenige. Die wissen, damit ich das früher mal so gemacht habe. Ich habe irgendwie ein, zwei Wochen Let's Play gemacht und dann war wieder Ende für ein paar Monate, ja. Und naja, das lag eben größtenteils daran, dass ich einfach nichts an Feedback oder so bekommen habe. Also es war einfach, ich lade die Videos hoch und habe ein bis zwei Klicks drauf und das war's dann einfach, ja. Und das ist halt, bringt halt keine Motivation, ja. Ich denke mal, jeder, der YouTube gemacht hat, schon mal gemacht. Ach, scheiße. Ich denke mal, jeder, der schon mal YouTube gemacht hat oder selber YouTube macht, der wird wissen, was ich meine. Und, ne? Und ich denke, ich habe es auch ausreichend erklärt, damit jetzt alle wissen, was ich meine. So, ich muss den Führerschein machen. Der ist ja gleich da hinten. Habe ich echt so viele Punkte bekommen, dass ich keinen Führerschein mehr habe? Krass. Das könnte sowas sein, ja, weil wo ich bin ein paar Mal richtig krass zu schnell gefahren und wo ich dann, wie heißt's, wo ich dann eben so zu schnell gefahren bin, da, danach bin ich dann ja auch ausgestiegen und nicht mehr selber gefahren, hallo? Oh. Ich glaube, da stehe ich jetzt gerade ab. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play SMP. Ja. Jetzt ist mir doch gerade echt das Spiel abgestürzt, ja. Das ist mir bis jetzt auch noch nie passiert. Außer wenn ich mir Mods ins Spiel geladen habe. Ja, das Geld ist jetzt natürlich weg. Ist ärgerlich, aber wir haben genug. Wir machen das gleich nochmal. Ich werde einfach kurz hinlaufen. Dann sparen wir Geld. Ja, anscheinend ist auch gerade dieser Chat da an. Und alle schreiben Zeug rein. Das ist irgendwelche. Irgendwelche speziellen Leute oder? Nicht. Ja. Sieht eher so aus, als könnte jeder im Chat schreiben. Naja. Ja, mein Bankkonto liegt jetzt 68 Dollar im Rückstand. Das ist so optimal, weil ich gar keine Ahnung habe, wie ich jetzt irgendwas wieder ja, eben reinkrieg. Wie ich mir Geld wieder einzahlen kann. So heißt das. So. Ja, wie gesagt, wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre ganz wichtig. Nicht, dass ich jetzt wie bei anderen Server, dass man das übliche ist, im Knast kommt für 70 Dollar Schulden. Richtig viel. Ja, wir waren gerade dabei, den Führerschein zu machen, genau. Und haben auch noch genug Zeit, ja, ist in das 7 Minuten zu Ende gegangen. So ungefähr die Hälfte. Ich muss mal gucken, den Part will ich jetzt nicht ganz so lang machen, weil. Ja, ich muss noch ein bisschen im Voraus aufnehmen. So allgemein alles. Und ja, wenn das alles ein bisschen kürzer ist, dann rendert das alles nicht so lang. Wo ich jetzt auch Riesenprobleme hatte bei Minecraft, weil die Parts rendern im Schnitt eine Stunde lang. Und das ist lang. Sehr lang. Also das war echt sehr scheiße, dann die ganze Zeit zu warten, bis das fertig ist. Und da muss ich auch noch ganz viel machen, weil, ja, ich wohne, wie manche wissen, in Bayern. Und ja, hier fängt dann bald die Schule wieder an, am nächsten Dienstag. Und ja, heute ist Samstag, also ich nehme das gerade am gleichen Tag auf, wie ihr das seht. Und ja, ich versuche jetzt noch bis dahin so viel wie möglich aufzunehmen, damit ich dann, ja, erstmal nicht so viel zu tun habe in der Schule. Deswegen wird auch jetzt erstmal Space Engineers beendet, ja. Also jetzt nach dem 20. Bis dahin habe ich es nämlich im Voraus hochgeladen. Bis dahin ist ziemlich egal. Ja, und danach ist erstmal Ende. Weil sonst wird das alles, ja, zu viel, wenn ich dann
noch in die Schule gehe. Ich muss dann sowieso gucken, wie das aussieht. Ja, mit Aufnahme und so. Während der Schule, während der Schulzeit dann und ja, wenn es nicht geht, dann werde ich wahrscheinlich abwechselnd über Minecraft und SMP machen. Oder eben SMP täglich, Minecraft alle 2 Tage. Das muss ich alles gucken, wie jetzt eben die Klickzahlen sind, ne? Davon ist das abhängig und ja, von sonst von nix. So ziemlich. Und ja. Ne? Das muss ich jetzt einmal gucken, wie das hinhaut. Das könnte noch kompliziert werden. Es reicht dann gegen Ende des Jahres, werde ich wahrscheinlich eine kleine Pause einlegen müssen, zwanghaft. Einfach weil es sonst einfach zu viel wird, weil ich da eben jetzt dieses Jahr am Ende meine Abschlussprüfung in der Realschule habe und da würde ich schon ordentlich lernen, muss ich mir ziemlich sicher. Und deswegen, ja, ich, ne, YouTube ist da eben einfach leider nicht an erster Stelle, ja. Das ist nun mal wichtiger und. Das ist nun mal. Alter, jetzt schaut mir das Spiel schon wieder ab oder was? Das gibt es nicht, ne? Kotzenkundig. Naja, dann ist jetzt diese Folge erstmal beendet, ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl mir hier ständig das Spiel am Abstürzen ist. Ja. Morgen werdet ihr dann hoffentlich wieder eine ordentliche Folge sehen, wo das Spiel nicht die ganze Zeit abstürzt. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.